Eigentlich sollte der Titel dieses Videos so viel lauten wie: Warum mich Avatar 2 nicht interessiert oder warum mich Avatar 2 kalt lässt. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, hat sich das geändert. Und warum sich das genau geändert hat und was meine Meinung zu Avatar 2, The Way of Water, ist und wie gut mir dieser Film gefallen hat oder wie schlecht, darum geht es in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Ja. Avatar 2, The Way of Water, ein weiterer Film vom guten James Cameron auf der Welt, in der Welt von und um Pandora. Avatar 1 erschien vor gefühlt 5 Milliarden Jahren und war für mich ein so hammer Film, also anfänglich in jeglicher Hinsicht, aber hauptsächlich auch optisch. Also optisch war das Ding eine Meisterleistung. Ich habe noch nie so viele schöne Farben gesehen. Ich habe diesen Film auch das erste Mal sogar in 3D auf einem 4K 3D Ultra HDR, was weiß ich, Bildschirm gesehen. Und ich war einfach nur: Wow, sieht das gut aus. Und mit Ende des Films war für mich auch die Geschichte auserzählt. Für mich gab es keinen Anhaltspunkt, wo man gesagt hat: Okay, es kommt noch oder es muss noch ein zweiter Teil kommen. Klar, der gute Jake ist gestorben, ist dann in seinen Avatar-Körper transferiert worden und ist auch am Leben gewesen. So viel haben wir gesehen. Und danach war Schluss. Und ich habe auch eigentlich nichts erwartet. Und dann fing es an. Jahre später kamen Gerüchte: Oh, Avatar 2 ist in Planung, ist in Mache, ist in Arbeit und und. Und für mich war es so: Warum? Also warum? Ich brauchte jetzt nicht wirklich mehr Geschichte. Und deswegen habe ich das Thema auch einfach mal gar nicht mehr weiter verfolgt. Für mich war Avatar mit Aufbruch nach Pandora zu Ende und mehr wollte ich auch gar nicht. Und mit den Jahren habe ich dann auch tatsächlich mir den Film nicht mehr so oft angeguckt, aber immer mal wieder und auch mit anderen Leuten drüber geredet. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, was mir dann den Film ein bisschen madig gemacht hat und auch jetzt den zweiten Teil anfangs auch nicht so gut angepriesen hat. Und das ist die Tatsache: Avatar 1 war storytechnisch vielleicht nicht so der krasseste Film. Es kann sein, dass ich damit jetzt vielen Leuten eventuell ans Bein pinkel oder zumindest irgendwie komplett in die andere Meinung gehe, aber für mich war Avatar anfangs ein Bombenfilm, grafisch, Storytelling, Charaktere, alles heftig. Aber so beim genauen Hingucken ist es so ein Fantasy-Film, wo man sagt: Okay, da hätte man auch mehr draus machen können, weil es nicht wirklich krass viel heftig Story bzw. auch Charakteraufbau gibt. So die wichtigsten Charaktere werden so beschrieben: Ja, das ist sie, das ist er, das ist sie und Ende. Und das wurde halt immer schlimmer. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich so: Puh, Mensch, Avatar 1 hatte doch tatsächlich schöne Farben, aber ja, gut, Story kann man sich drüber streiten. Und dann war es soweit, es kamen die ersten Trailer zu Avatar 2, Way of Water. Und ich dachte mir so: Okay, ja, jetzt noch ein neuer Navi-Stamm oder Navi-Volk, die jetzt im Wasser leben oder im Umwasser. Und ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gar nicht so wirklich wahrgenommen, was da war. Ich musste sagen, das neue Design mit diesen mehr leuchtenden Punkten im Gesicht, die Frisuren von den Navi waren wesentlich schöner getroffen, fand ich wesentlich besser. Überhaupt auch der Kleidungsstil war sehr, sehr gut und auch, ich habe direkt gesehen, ja gut, farbtechnisch und überhaupt grafiktechnisch, wow, einfach wieder mal ein Meisterwerk. Also Hut ab an der Stelle einfach direkt für James Cameron, das ist halt wieder mal eine 10 von 10 an Grafik und das schon im Trailer. Und nach dem Trailer gucken habe ich dann die ersten Leak-Videos gesehen, die dann gesagt haben: Okay, hier, der und der könnte das sein, das ist sie und das ist er. Und dann fing es schon bei mir an so: Wo dieser Colonel, wie auch immer er hieß, angeblich auch jetzt einen Avatar-Körper hatte. Und da war für mich schon so: Nee, warum? Der war tot, denn seine Geschichte war zu Ende, ich will nicht mehr. Und hin und her und hin und her. Und da war für mich schon so dieses: Jetzt haben sie einen Toten wahrscheinlich von Leben, ihr wisst, was ich meine, zurückgeholt, so heißt das Wort. Und ich war so: Muss nicht sein. Der Film kam raus und ein bisschen Zeit ist vergangen und ich habe nicht wirklich viel irgendwo darüber gehört oder gelesen oder gesehen. Weder auf TikTok irgendwie viel, wo Leute gesagt haben: Oh mein Gott, der beste Film des Jahres, noch auf YouTube. Und jetzt kam vor kurzem, habe ich ein Video wurde mir vorgeschlagen, wo jemand auch eine Review dazu abgegeben hat und er sagte so im Titel mehr oder weniger, also ich kann auch den Kanal einfach sagen, Nerd Factory, ne, Grüße gehen raus. Sehr, sehr geiler Kanal, liebe diesen Kanal. Und der Titel vom Video war sowas wie: Avatar 2 besser als Endgame oder irgendwie so in der Richtung. Und da war für mich so: Okay, wenn er das sagt und er ist ein riesen Marvel bzw. auch Star Wars Fan, dann ich so: Okay, wenn er das sagt, vielleicht sollte ich mir den dann doch mal angucken. Ich das Video von ihm angemacht, er extra gesagt: Hier, ne, guckt erst den Film, sonst Spoiler. Ich gedacht: Kein Problem, ich mir meine Sachen gepackt und mir den Film angeglotzt. Und was soll ich sagen? Der Film ist tausendmal besser als Teil 1. Sowohl optisch
als auch storytechnisch, als auch charaktertechnisch. Ich will vorab sagen, für mich ist es nicht der beste Film des Jahres, aber einer der besseren Filme des Jahres. Wo ich das Skript hier geschrieben habe oder mir die Notizen aufgeschrieben habe, war auch mein Gedanke so, wir haben dieses Jahr schon mal einen Film bekommen, wo es um unter Wasser lebende Leute geht. Wakanda Forever und Avatar 2 ist der bessere Unterwasser-Menschen-Film. Definitiv. Aber was sie in diesem Teil richtig gemacht haben, ist halt einfach wirklich die Charaktere. Also auch mal nicht nur die Charaktere beleuchtet, sondern einfach auch mal die Stammesbräuche. Was das mit diesen Walen auf sich hatte. Alles drumherum, die Kultur. Sie haben die Kultur mal besser beschrieben. Und auch, was halt viele Charaktere angeht, ist manche Charaktere, die waren da. Zum Beispiel die Kinder von Jake Sully. Sie waren da. So, und das eine Kind war halt so, okay, das war irgendwas Besonderes. Das war ja von, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese Professorin aus dem ersten Teil, die dann auch gestorben ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ihr Kind, weil sie irgendwie schwanger war. Und da kommt es gleich auch zu dem Punkt, den ich sehr, sehr scheiße finde. Und dann waren da noch Kinder und zwei Brüder. Der eine ein bisschen Macho, der andere, der ein bisschen unterschätzt wird und hin und her. Und auch noch ein relativ kleines Kind. Und all diese Kinder waren nicht so, wie sonst Kindercharaktere sind. Die waren nicht nervig oder irgendwie krass speziell so. Das war das eine Mädel, was ja auch nur adoptiert war, was halt diese besondere Seite an sich hatte. Die zwei Brüder und halt das kleine Kind. Und das kleine Kind war auch cool. So, es hat nicht genervt, es war cool. Hin und her und hin und her. Und dann wurde gezeigt, wie der General, Colonel, ich weiß seinen Namen, wie gesagt, leider wirklich nicht mehr, warum er ein Avatar ist. Und das wurde mir persönlich zu simpel erklärt. Okay, wir leben in dieser Welt, filmischen Welt, weit in der Zukunft, aber einfach zu sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt, so, er hat ja seine eigene Sprache, also seine eigene Nachricht aufgenommen, hat gesagt, ja, hier, wir nehmen meinen Verstand und pflanzen dir ein. Und ja, falls ich sterbe, dann bist du jetzt da. Puh, das war so, warum? Also, nee, fand ich irgendwie nicht so geil. Bin ich ehrlich, das war einfach für mich wie so eine Notlösung für, okay, wir brauchen irgendeinen Antagonist, brauchen wieder einen guten Antagonist. Und einfach den gleichen aus dem ersten Teil zu recyceln, war für mich so ein bisschen, na, ich weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Also, es ist ein besserer Schurke als der von Wakanda Forever, immer noch, also besserer Unterwasserfilm. Aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Ich fand, das war halt recycelt, so, und das hat mir nicht gefallen. Weil am Ende des Tages mehr oder weniger war es die gleiche Story aus dem ersten Teil. Grob. Natürlich mit hier und da Verbesserungen, keine Frage. Wie gesagt, der Film hat andere Dinge beleuchtet, die cooler zu beleuchten waren. Wie gesagt, filmtechnisch auch einfach perfekt. 10 von 10, keine Frage. Storytechnisch super gut, auch okay. Besser als der erste. Nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, keine Frage. Aber eine Sache, die hat es mir dann doch so ein bisschen madig gemacht. Und zwar wurde ja von der Adoptivtochter, beziehungsweise der Tochter von dieser Ärztin, Forscherin, wie auch immer sie heißt. Ich komme nämlich nicht auf den Namen. Ich blende ihn hier ein, ihr habt ihn schon gesehen. Sie hatte ja irgendeine Gabe. Sie war ja mit Awa, heißt ja diese Naturgewalt, Verbindungsgedingse, hat sie irgendwie eine Verbindung und sie hat eine sehr starke Gabe. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, das wurde nicht erklärt. Es wurde in dem Film nicht erklärt und das war für mich so, nee, Mann, bitte, warum erklärt es doch? Erklärt es doch einfach, ist doch gut. Der erste Film war auch so rund, da wurde alles erklärt, was erklärt werden muss. Und hier in dem Film jetzt so, nee, lassen wir uns mal ein Hintertürchen offen. Auch Spike hieß der, glaube ich, dieser Junge, der bei den Navi wohnen wollte, der Sohn von dem General Colonel sowieso, war auch so, what? Und in dem Film wurde auch getan, als hätten wir es wissen müssen, dass er ein Kind hatte, weil der Avatar-Colonel kommt ja zu dem hin und sagt sowas wie, ja, ich war kein guter Vater, so, Bro, im ersten Teil warst du kein Vater, wir haben es nicht gesehen, das war ein bisschen sehr verwirrend. Und auch, dass er dann den Colonel, General, wie auch immer, rettet, der dann lebt und dann mit so einem Drachenfliegetier dann verschwindet, war für mich so, nee. Nee, nee, nee. Weil dieser Film hat das Einzige gemacht, was der erste perfekt gemacht hat. Und das war einfach keinen zweiten Teil geplant. Und dieser hier hat einen dritten Teil geplant. Habe ich heute noch ein Meme gesehen, wo entstand, ja, Avatar 1, dann Avatar Way of Water, dann Avatar irgendwas mit Erde, irgendwas mit Luft und dann der letzte Film, Avatar Herr der vier Elemente. Wow. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bräuchte keinen dritten. Also, wenn ein paar Sachen in dem zweiten jetzt erklärt worden sind, ich bräuchte keinen dritten. Es ist einfach perfekt so, wie es ist, finde ich. Es ist rundum schön. Ich brauche da nicht mehr Story. Vor allem so offensichtlich, es geht ja einfach mit der gleichen Story weiter. Der Colonel General sowieso ist immer noch angepisst, will immer noch Scheiße bauen. Gut, Spike könnte nochmal eine interessantere Wendung nehmen, ob er jetzt auf der Seite der Navi bleibt oder halt nicht. Die Menschen sind ein Problem. Ich finde es schön gesehen zu haben, dass die Menschen nicht nur im ersten Film einfach dahin kamen, sondern schon länger ja wirklich effizient auch da Geld gemacht haben und halt Ressourcen für die Erde halt gefarmt haben. Dass es halt nicht nur im ersten Teil einfach so, okay, die Menschen sind böse, die Menschen sind da und hier, sondern wirklich, dass das ein langfristiges Projekt gewesen ist. Aber wie gesagt, ich brauche keinen dritten. Brauche nicht. Und wir werden ihn bekommen.
Das ist Fakt, da geht kein Weg drum rum. Ich werde mir angucken, ich habe damit auch kein Problem, aber ich bräuchte keinen. Also der erste war für mich rund abgeschlossen, der zweite mit 2-3 Cliffhangern war auch perfekt abgeschlossen. Deswegen wäre ich zufrieden, so wie es ist. Am Ende des Tages muss ich sagen, auf meine eingestellte, voreingenommene Meinung, dass der Film mich nicht interessiert, die muss ich revidieren und sagen, doch, der Film war sehr schön. Vielleicht ein Ticken zu lang, es gab sehr viele langweilige Szenen, aber es gab auch wesentlich starke Action-Szenen. Also das muss man sagen, der Film ist nicht nur langweilig und huiuiui. Der hat auch schon Power. Wenn ich ihn bewerten müsste, sollte, würde ich dem, also wenn ich jetzt einen Vergleich nehme, dem ersten hätte ich jetzt vielleicht so eine 8 von 10 gegeben und hier dem würde ich schon so sagen, ist schon so eine 8,5 sogar. Vielleicht eine 9 von 10. Aber wie gesagt, am Ende, ich hätte keinen gebraucht und das war ein schönes Extra zum Ende des Jahres. Wie gesagt, auch absolut kein schlechter Film, um Gottes Willen, sehr starker Film von James Cameron mal wieder. Aber da gibt es dann doch andere Filme, die mich eventuell einen Ticken mehr interessiert haben. Wo ich mir auch vielleicht eher eine Fortsetzung erhoffen würde oder erhoffe. Das war meine Meinung, jetzt geht's an euch. Wie ist eure Meinung? Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr ihn? Wie fandet ihr den ersten? War das hier notwendig, der zweite Teil? Braucht ihr jetzt einen dritten, vierten, fünften? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst es mich wissen. Ich diskutiere da gerne mit euch drüber, finde ich immer sehr schön und ja, das war's mit diesem Video. Ich will jetzt auch nicht länger drum rumschwätzen. Seid auf jeden Fall gespannt. Dieses Wochenende ist wieder mal ein Special-Wochenende, nämlich da morgen Weihnachten ist, kommt morgen natürlich ein extra Weihnachtsvideo und somit kommt am Sonntag dann ein ganz normales Video. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und mit diesem Geschwafel sage ich es mal so. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen auf der alten Couch wieder, hier auf derselben. Und vielleicht auch am Sonntag. Und ja, ich bin bis dahin raus. Ciao.